Ja, hier sehen wir den Future Chart des Bitcoins. Wir hatten ja zuletzt schon darüber berichtet, wo es hier im Ende April, sagen wir mal, eine technische Korrektur in der Form gab und sich der Bitcoin auch relativ schnell wieder erholt hat auf ein Niveau von über 55.000. Die 60.000 konnte dann nicht geknackt werden. Und dann gab es natürlich das, was das große Risiko im Endeffekt einer solchen Währung ist oder prinzipiell von allen Kryptowährungen. Wir haben ja da nur News, die im Prinzip Kurse beeinflussen können. Es gibt jetzt nicht die Fundamentaldaten, wie Sie sie bei Aktien in der Form kennen. Und dann hatten wir am 13. Mai war es, glaube ich, wenn ich mich täusche, den Tweet von Elon Musk, dass Bitcoin als Zahlungsmittel bei Tesla nicht mehr akzeptiert wird. Das hat, sage ich mal, schon zum ersten größeren Abverkauf geführt und infolgedessen ging es weiter. Die USA haben jetzt auch mit verkünden lassen, dass sie hier die Kryptowährungen etwas stärker kontrollieren wollen oder besser gesagt dort auch alle Transaktionen, die über 10.000 US-Dollar sich belaufen, gemeldet werden müssen, um somit auch ja, die Regulierung hier etwas anzuziehen. Das ist natürlich jetzt oder keine Steuervermeidung über Transaktionen von Kryptowährungen zuzulassen, um das in dem Maße natürlich auch nochmal zu einem Abverkauf geführt hat. Auch China hat vermelden lassen, das glaube ich war jetzt aktuell in der letzten Nacht, wo es hier auch schon zu den weiteren Abverkäufen hier kam, was wir um 3 Uhr nachts sehen, da ging es ja schon mal auf 35.000 runter. Also die Schwankungen, sehen Sie, sind natürlich nach wie vor riesig. Und gestern waren es dann schlussendlich, glaube ich, auch hier, gerade wenn wir uns den Future anschauen, dann auch ziemlich viele Positionen, die dann zwangsläufig ausgelöst wurden, einfach aus dem Grund, dass das Konto nicht gedeckt wurde. Es gab halt Margin Calls. Wir sehen jedenfalls hier massives Volumen natürlich in dieser Abwärtsbewegung. Das hielt sich heute Morgen oder in der Nacht dann relativ in Grenzen. Aber wir sehen hier auch Abverkauf nach wie vor immer noch mit einem großen Volumen. Und so wie wir es auch gestern sehen, prinzipiell momentan natürlich ganz klar nach den letzten 6, 7 Tagen kann man hier sagen, ein klarer Abwärtstrend bei dem Bitcoin wird jetzt wahrscheinlich entscheidend sein, wie sich das in den nächsten Tagen verhält, ob hier in der Form eine Gegenreaktion passiert und auch wieder das Ganze zumindest, sage ich mal, über den 100er exponentiellen Durchschnitt kommt, also so in Richtung 45.000. Ich glaube, das könnte charttechnisch dann wieder einiges auslösen. Und es hat uns im Endeffekt in den letzten Tagen gezeigt, was so ein Stück das Risiko ist. Ich denke, viele werden hier nach den letzten Jahren, nach den letzten Monaten natürlich schon mit den 100.000 gerechnet haben in einem relativ kurzen Zeitraum vielleicht sogar. Und hier sieht man, wie schnell natürlich so etwas dann auch vielleicht für Anleger, die jetzt stärker investiert waren, zu Ende gehen kann. Im Prinzip sagt man immer, dass schwachem Geld wird aus dem Markt gedrückt. Also diejenigen, die dann gezwungen sind zu verkaufen, im Prinzip über Margin Calls, die ja, erhalten wurden für die Kunden erhalten haben oder andere, sage ich mal, gehebelte Produkte, was dann vielleicht zu einem Zwangsverkauf geführt hat und was natürlich auch wieder zu einer Marktbereinigung führt, wo schlussendlich vielleicht auch heute schon einige einen günstigeren Kurs jetzt genutzt haben. Aber glaube, in den nächsten Tagen wird es sicherlich auch weiterhin volatil bleiben. Mal schauen, auf welchem Niveau sich das Ganze einpendelt. Aber es ist halt verdammt schwer, sage ich mal, hier auch charttechnisch irgendetwas detaillierter mit zu analysieren. Klar, dass wir im Abwärtstrend jetzt sind, aber schlussendlich ist das Ganze natürlich extrem von den News abhängig. Und das haben wir jetzt gerade hier in den letzten Tagen erlebt. Und da sieht man mal, wie schnell es auch auf so ein Niveau vielleicht zurückkommen kann. Wir hatten es schon hier erreicht, die 30.000, was, sage ich mal, Ende des Jahres, des letzten Jahres als Kurswert vorhanden war. Sicherlich sind da oder würde ich unten jetzt auch da den Widerstand sehen bei den 30.000 und bleibt natürlich abzuwarten, ob es hier nicht infolgedessen auch nochmal in diese Richtung laufen kann. Also Bitcoin auf jeden Fall die Kryptowährung, die sich hier im Vergleich zu anderen auch noch am besten behauptet hat. Da gab es ja zeitweise deutlich stärkere Einbrüche und ja, am Ende
zeigt es nur eins, dass man natürlich im Depot sich auch breit aufgestellt sein sollte, dass man hier neben Kryptowährungen sich auch das eine oder andere mit berücksichtigt im Aktien- oder im anderen Derivatebereich, was natürlich dann solche Situationen nicht so stark ins Gewicht fallen lässt. Und ja, ansonsten ist es wie so oft, was sehr schnell, sehr stark steigt, ist natürlich dann oder neigt in solchen Phasen, wenn es kritisch wird, auch extreme Schwankungen nach unten zu haben. Und das ist halt auch hier die große Gefahr, vor allen Dingen dann, wenn es auch gehebelt passiert. Ja, und wollen Sie keines der folgenden Videos verpassen, auch in Zukunft, dann würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und ich Sie bei den nächsten Videos hier wieder mit begrüßen darf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.